schon feucht. Das ist alles voller Kissen. 12 Uhr war Schlüsselübergabe. Um 12 Uhr haben wir uns verabredet. Ich klopfe mich an die Tür und sage die Uhr. Wir gehen nicht aus der Wohnung. Ja. Wir gehen zur Polizei, wir kommen nicht, aber wir gehen nicht aus. Wir gehen nicht aus. Wir werden noch einen Tag länger oder was sagen. Ja. Aber jetzt weckt das Koks bei mir. Einst gefeiert für den großen Wahlerfolg und berüchtigt als Richter gnadenlos, kamen bereits vor 6 Jahren erste Gerüchte über Schills Drogenkonsum auf. Niemand wird mir als ehemaligen Strafrichter zutrauen, dass ich da nichts Besseres zu tun habe, als Drogen zu konsumieren und die dann auch noch weiterzugeben. Das ist ein derartig skurriler Vorwurf, dass er also wieder wirklich nur dem Gehirn eines Panoramaredakteurs entsprungen sein kann. Ja. Seinen Rechtfertigungen hatten die meisten damals schon keinen Glauben geschenkt. Und ich werde diesen Hardtest machen. Und dann werden den Dreckschleudern dieser Stadt gehörig das Maul gestopft. In aller Bescheidenheit. Um das für alle Zeiten so zu klären, Sie haben nie, niemals nirgendwo illegale Drogen konsumiert? Nein, ich habe niemals irgendwo illegale Drogen konsumiert. Wir haben mal getestet, wie die Hamburger auf dieses Video reagieren. Ja, total heftig. Und dann zu sagen, ich nehme gar keinen Koks. Also. Wenn sich einer so gebärdet und dann sowas macht, dann muss er sich mit seinen eigenen Maßstäben messen lassen. Das ist halt so. Muss ich zu sagen, sehr heftig im Grunde. Eigentlich sollten Politiker oder solche Richter eigentlich Vorbild sein für die Bürger. Aber wenn das halt solche Menschen nicht sein können, ist das schon schade. Also das bedeutet keinen guten Ruf für Hamburg. Der ehemalige Staatsrat und langjährige Vertraute Schills, Walter Wellinghausen, wollte sich nicht vor der Kamera zum Video äußern. Allerdings erklärte er einem Hamburg 1-Reporter am Telefon, dass ihm Schill rein menschlich leid täte.